Hallo, hallo. So, ich habe da Tisch voll liegen mit meinen ganzen Sachen. Und das geht um dieses Album. Und das möchte ich jetzt mal schmücken. Und das sind sozusagen Sticker, die ich selbst gemacht habe. Mir so, wie heißen die so? Auf Karton, nicht Karton, Kartstock, auf starken Kartstock habe ich aufgeklebt und ausgeschnitten, ne? Und dann, dass die schön fest sind und Form halten. Und dann möchte ich die aufkleben und dass man ein Foto ohne Vorfotomate, ne? Einfach direkt das Foto da rein. Stellen, reinstecken kann. Ja, so hineinschieben oder so einfach werde ich dann nur den Rand von den Sticker aufkleben, ne? Oder vielleicht nur eine Seite, dass das fest ist, aber dass es auch zum drunter stecken kann man auch vielleicht Text oder irgendwelche Karten oder Fotos hauptsächlich, ne? Und da habe ich jetzt erstmal ausgelegt, so manche Größen, so wie ein Fotoformat mir ausgeschnitten, der so passen würde. Und dann kann man dann, ich meine, der Beschenkte kann sich dann selbst dann die Fotos zuschneiden und platzieren, ne? Festlegen. Und man kann dann wieder auch mal austauschen, dass die Möglichkeit besteht, dass man das Foto auch reinstellt, steckt und auch wieder entnehmen kann, weil die Designpapiere so schön sind, dachte ich, fest zukleben muss nicht sein. Man kann ja auch mal drunter gucken, was da so ein schönes Papier ist oder das Motiv. Ja, und dachte ich, werde ich mal endlich mal das damit loslegen. Habe viele schon vorbereitet und zum Beispiel auch dieses Album hatte ich mal dekoriert und auch ganz flächig, ne, gearbeitet, nicht so wie die andere ich gemacht habe. Und da möchte man schon mal auch gucken, was ist denn da noch diese ganze Designs, ne, diese ganzen Motive, dass die nicht ganz zugeklebt sind. Und da würde ich auch noch, auch auf dem der hier so noch anbringen, ein paar Sticker passende und dass man dann die Fotos auch reinstecken kann oder eben nicht einfach manche Flächen leer lassen, ne, weil es da, diese hatte ich ganz flächig beklebt, ne. Und das Motivpapier ist ja sehr schön. Und so ist es auch mit dem Album, den ich jetzt mir vorgenommen habe. So, das wird auch immer ergänzt mit den Aufklebern, ne? So. Und ja, und da habe ich jetzt einiges sortiert. Farblich, dass ich so ein bisschen mehr rausnehmen kann, weil vieles sind dann doppelt oder zueinander schauende Sticker, ne? Habe ich ja aus Stickerheften genommen und auf schön festen Kartstock weißen diesmal aufgeklebt und ausgeschnitten, ne? Ja, und das, obwohl man könnte auch auf, wie ich schon gezeigt habe, diese, wie heißt das, dieses Teppichklebeband drunter aufkleben und aber ausschneiden, weil dafür habe ich ja keine Formen zum Ausstanzen. Ausschneiden, nee, dachte ich, dass solche Größen kann man gut auch mit Klebepad oder Klebestreifen oder mit Flüssigkleber anbringen, ne? Punktuell oder so.
Und deswegen habe ich das einfach so, den Sticker aufgeklebt auf weißen Cardstock, stark und so 300 Grammatur. Und dann ausgeschnitten, auch mit einem weißen Rand. Das ist richtig schön, wie so ein Sticker auch aussieht. Ne? So, dann werde ich mal aufkleben. Ja, dann lege ich mal los. Diese Matten habe ich ja ausgeschnitten. Es ist nur so zum provisorisch, dass ich einfach kann sehen, wo ich den Kleber aufbringe, ne? Dass ich dann auch die, man muss ja auch sehen, dass man nicht da oben dann klebt, die Rückseite, dass es dann verwirrt, dass ich dann eben in der Ecke nur anbringe oder nur unten. Ich schaue mal, wie es besser ist. Ich glaube, ganz am Rand wird es gut sein. Und mache ich punktuell. Na, jetzt ist es, glaube ich. So, jetzt ist die Tülle wieder sauber. Und dann werde ich mal so punktuell Kleber aufbringen. Oh, ich glaube, der Rand soll nicht zu hoch machen. Und werde dann richtig übern Rand gehen. Hier die Seite noch. Auch ein bisschen. So, ne, dass ich da nicht zu viel mache. Weil der Kleber hält ja echt sehr gut. Und da werde ich das Motiv über den Rand, glaube ich, lassen. Nicht so stark. Aber so. Und schön. Dann kann er bis zu Anschlag dran. So, ich muss mal umdrehen und ein bisschen die untere Seite ein bisschen drücken, so dass er erstmal hält. So, und eigentlich sogar so könnte schon das Foto auch halten. Ne? Müsste man hier auch nicht machen, aber kann man. Das werde ich doch noch machen. Auch die sind so ähnliche. Dachte ich, suche ich mal aus und dann werde ich den Außenrand, ja, hier oben ein bisschen ankleben. Ja? So und schön auch außenkantig. So an den Außenrand so ein bisschen näher, dass man mehr Fläche hat, ne? Weil es ist ja nicht vorgeschrieben, dass nur so ein Foto muss sein. Es kann ein größeres, breiteres sein, kann man auch schräg reinschieben, aber so weit es geht, ne? Vielleicht kürzer, aber ich habe mir so diese Parameter genommen, dass ich da erstmal, nein, so eingrenze. Und dann ist es bombenfest dann und da kann man schon ohne Bedenken auch mal reinschieben und ich glaube hier könnte ich auch die andere Kantseite noch auch ein bisschen ankleben. Das ist nicht so absperzig. So habe ich es dann auch hier oben noch fixiert, ne? So und da kann das Bild einwandfrei hier raus, ein bisschen reinschieben und drehen oder so vielleicht reinziehen und hinein, ne? Obwohl auch so würde gehen, so einfach so und so, ne? So, das ist schon das eine, finde ich schön. So, das kann man so reinstecken und die halten fest. Ja, oh, jetzt habe ich meine fallen lassen, verrutscht. So, dann bin ich jetzt noch, hier habe ich noch ein Teil, obwohl man könnte auch größeres Bild, längeres machen oder so. Und da habe ich mir da ausgesucht. So.
kannst ja auch seitlich anbringen, ne? So ist es auch schön. Und dann werde ich wieder von unten und von der Seite, muss man mal gucken, welche Seite denn jetzt dann ist die. Jetzt gerade aktuell ist zum, ja, so. Und ich glaube, ich könnte auch mal ein bisschen Block drauflegen, dass er sich fixiert. So, und dann ja, lege ich mal hier rüber, bisschen weiter hin, kann man ja ein größeres drauf machen. Und da ist auch die Außenkante, glaube, und da oben noch ein bisschen danach, ja, so, das ist so eine bisschen, lasse ich ein bisschen breitere Fläche und fixiere es auch ein bisschen mit dem Block, dass es Acrylblock hat, hat hier so eine gerade Unterfläche, ne, und das ist dann nicht willig so aufklebt und dann richtig da auch die Form sich dann annimmt. Hier, das ist auch schon soweit fest. Ja, und da kann man das wieder rausholen und für das nächste werde ich es dann wieder nutzen zum Anpassen, ne, sozusagen. So, die sind auch soweit, kann das Teil auch raus. Das sind so diese Helfer. So, hier habe ich das mir ausgesucht und da kommt die oder so vielleicht. Ja, ich mal schauen. So. So, das kann schon ein bisschen zu. Und weil das von oben die Klappe ist, so diese, ne, muss das die Richtung haben. Und ich glaube, ich kann hier aus einfach das in der Ecke und hier ein bisschen machen, dass man so eine, einfach, dass das mal fest klebt. Und das muss ja auch schön halten, ne? Sonst, dass man nicht dann ein Foto reinsteckt und das abreißt, ne, und abfällt. So, und dann ist das so und so. Ja, die Blüte. Ja, von außen werde ich es dann auch so ein bisschen habe ich da auch aufgetragen, nur und dann auch richtig aufkleben. So, dann mal schauen. Bisschen schräg, dass man Spielraum hat, ne? So, so rüber, hin und her. Dann ist es auch immer besser. So, der Block. Und noch einen. Gut, ich habe genug Blöcke. So, ja, dann haben wir diese Teile jetzt angebracht. So, jetzt habe ich mal die nächsten ausgelegt, so ein bisschen. Hier ist ja so ein Thema Frankreich, Paris sozusagen, mit oder so wie romantische, frühlinghafte, ne, so Motive, sogar Mandala und so, Bonjour, Eiffelturm und so, dachte ich, ja, so diese Farbpalette und kann man ja
auch das Rad hat mir gefallen. Auch so hübsch, ne? Kann man so ein ganzes. Ja, und wie hier auf der Seite ich hatte, ne? Die ähnliche Blüten, unsere Ranke habe ich jetzt auch hier aufgelegt. Dachte ich, ja, die passt noch. Und hier kommt das dann. So werde ich jetzt diesmal nur die Randenden sozusagen, die von außen so ankleben, dass man das Foto durch richtig kann stecken, ne? Sozusagen schieben. Muss ich gucken, dass ich nicht zu viel auftrage. Und dann mache ich mal hier auch so und unten. Mal schauen, wie viel ich da unten noch drauf. So, ich glaube, da kann auch noch ein bisschen. So, und dann wollen wir mal schauen, dass das. Ganz flächig so aufgeklebt wird und da kann das Foto durchgeschoben werden, ne? Hier so. So und dann auch noch so eine kleine. Wird zwar viel Rolle nicht spielen, aber trotzdem, ne? Zum Fixieren kann man überhaupt auch weglassen, wenn man sich da. Es würde auch halten eigentlich, ne? Diese eine Ranke sogar. Aber ich dachte, ich habe ja so ein, auch eine ähnliche Blüte ist es, ne? Und deswegen dachte ich, ja. Dann werde ich mal die Blöcke. Ups. So, dann auf der Rückseite ein bisschen aufmachen hier und hier von der Gegenseite ein bisschen fixieren. Kann es mal liegen. Und dann kann ich ja das Rad auch anbringen. Und werde ich auch ganz wenig versuchen unten nur, weil man kann ein großes Foto oder mehrere Tags reinstecken, weil es so eine flächige Sticker ist, ne? Und das ist auch gut. Und dann mache ich nur untere Bereich, so bis zu der Kette, sozusagen. Unteren Bereich mache ich das dann, die untere Fläche. Und dann kann man, egal welche Größe man nimmt, ne? Und dann passt es. Mache ich dann nur, dass es schön fest ist, nicht abreißt und dann ist das schon gut. Zu viel mache ich nicht, deswegen habe ich auch dieses Fläschchen, ne? Weil der Flüssigkleber ist ja so, der kann das Papier wählen, obwohl ich hier ein, so ein stärkeres Designpapier habe. So. Das. Und so, ne, kann man dann was auch. Und da sieht man auch, hat man immer diese ganze schöne Papiere dazu, kann man sehen. Hier geht es nicht zum Durchstecken, obwohl ich hätte auch, aber nee, so ist es auch ausreichend, dass man die Fläche so in der Breite hat. So, das hier. Und dann kommt der Block auch da drauf. Ich habe hier auch einen größeren. Erstmal. Warte mal. So. So, da ist ein passend. Ja, der Tisch ist immer zu klein. So, dann kann das noch machen. Hier kann ich auch das Blatt rausholen. So hat man es dann. Und das ist schon fest. Ja, dann würde ich mal schauen, dass ich hier die Fläche werde ich verlassen.
vielleicht mal ein Sticker so einfach aufkleben. Könnte man in der Ecke oder hier oben. Love you. Oder erstmal. Das kann bleiben erstmal so. Und da habe ich auch so ein kleines Teil. Das kann auch noch. Muss ich mal schauen, was ich noch jetzt raussuche. So, dann habe ich jetzt noch einiges ausgelegt. Hier ist ja sehr bunte Seite, ne? So viel. Und da dachte ich, mache ich mal diese Ranke. Und das ist auch. Dann ergänzt das. Und ich werde wieder nur die Außen aufkleben, dass das durchgezogen kann werden, durchgeschoben bis. Ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu viel aufklebe. So, nicht, dass ich das dann so. Und da die untere Fläche. So. Da. Muss ich schön immer erstmal messen, dass man dann, sonst war das, wenn es fest ist, dann ist es fest. Ja, gut. So. Und das ist auch gut, dass die Ranken gucken zueinander, ne? So sind Spiegel. Spiegeln sich sozusagen, ist auch schön. So, du bist fest. Und da kann das durchgesteckt werden, so ein bisschen. Auch schräg kann es rein, ne? Ist auch die Möglichkeit. So, jetzt noch hier du. Muss ich schön aufpassen, dass da unten ist es ja. Okay. Und da oben kommt. So, die zwei. Na komm. So, die zwei kommen dann dran. Obwohl, ich würde auch gerne dieses Teil ein bisschen fixieren. Ne? So, und dann schauen wir mal, dass wir möglichst wenig mit Kleber. Ja. So, ja, und dann geht das auch. Kann man, musst du raus erstmal. So, und in dem Fall kann man so und so eben reinstecken. Alles muss erstmal fest werden. Ich tue es mal hier rüber und leg. So, glaube ich, die Seite war es, ja. So, das erstmal fixieren. So, und dann kommen hier noch zwei. So, auch ein bisschen von unten. So, die Ecke. Ja, kann einfach ein Flügel befestigt werden und das reicht aus. So. Kann weiter weg. Hat man dann mehr Fläche, die dann später genutzt wird. Na komm. Und dann. Große Block auch noch, ja. Ach so, ich bin aus dem Bild gekommen. Ja,
schiebe ich mal rüber. Und hier habe ich auch die noch. Sind auch hübsch. Kann man so auch so machen. Wie es so gefällt. Ja. So, der Vogel wird auch am Rand fixiert. Ist immer gut, besser die dünne Stellen auch so wie der Schwanz, ne, von dem Vogel, dass man da dass das nicht einknickt, wenn man mal das Foto reinsteckt, dass es heile bleibt. So, ich sage, kann noch ein bisschen so. Nicht über die Kanten kommen, ne? Ist immer so, und der Rand muss immer frei sein, dass es im Bild drin ist. Dann kann nichts passieren. So, und dann kommst du noch dran. Werde ich auch die untere Fläche jetzt mit Kleber streichen, so. Und das, weil es ist ja kein Druck dann drauf. Wenn das Foto drin ist, dann ist es drin und da wird das halten eigentlich. Aber anfangs soll man schon das schön fest haben. Ich glaube, die hier an der Ecke könnte noch ein bisschen so, dass es fixiert ist. Ja, das ist eben jetzt das Thema. Ich werde noch weitermachen und im nächsten Video zeige ich dann auch, wie weit ich noch dann dekoriert habe und das Endeffekt, dann kann man sehen, das Endbild, ne? So, dann Dankeschön, bis nächstes Video, tschüssi.